Hier spricht die Firma DNCA Investment. Ach nein, ich bin ja der Callcenter-Crasher. Ich dachte, wenn andere Leute oder Firmen sich mit fremden Namen oder Webseiten melden, dann könnte ich das auch mal machen. Das ist keine gute Idee, wie ihr in den folgenden drei Anrufen hören werdet. Achtet mal auf den lustigen Sprachfehler, den der Betrüger macht. Der erste und die zweiten Anrufe lagen 3 Wochen auseinander. Im zweiten Anruf kläre ich ihn darüber auf, welchen Sprachfehler er macht. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, Hallo? Maximilian, schönen guten Tag. Wen wollen Sie sprechen? Maximilian? Nee, der ist nicht hier. Der ist nicht da. Ich wollte sehr gerne mit Denkus sprechen. Er hat sich in der Finanzmarkt angemeldet. Mit wem wollen Sie sprechen? Mit dem Maximilian Siegelbrecher. Herr Sie Siegelbrecher, ja, das Siegelbrecher, ist mein Name. genau. Ja, gut. Sie sind der Bruder, oder? Nein, ich bin Maximilian Siegelbrecher. Ach so, Aber Sie ich sind werde der bitte, Maximilian. ja, aber ich lasse mich gerne mit dem Nachnamen sprechen, weil wir sind ja nicht per Du, wir kennen uns ja nicht. Deswegen nicht der Vorname. Entschuldigung auf jeden Fall. Ja, lieber Herr, Sie haben sich in der Ich bin ein Finanzmarkt lieber Herr. angemeldet. Wieso bin ich ein lieber Herr? Ja. Das wissen Sie doch gar nicht, ob ich ein lieber Herr bin. Okay. Herr Siegelbrecher, Sie haben sich in der globalen Finanzmarkt angemeldet, ne? Und ich bin Ihr Kontoberater, bin da, um Fragen zu beantworten, ne? Damit, wenn Sie im weiteren Fall zusammen mit uns arbeiten möchten, ich werde Ihre Daten weiterleiten, damit Sie mit Ihrem Finanzberater es tätigen können. Okay? Ihre Firma heißt Globales Finanzmarkt. Nein, unsere Firma heißt DNCA Investments. Da können Sie es auch googeln, wenn Sie es möchten. Heißt die? DNCA. Davy Dora, Ja. Navy Nordpol, Savvy Christian, Ja. Navi Anton. DNCA Investments. Das ist eine internationale Unternehmen und wir sind DNCA auch Investment, ein DNCA. Wort. Genau. Investment. Investments, genau. Da werden Sie sehen Und auch natürlich, also der ist das dann Logo. .de oder Ja. .de? Das ist eine internationale, genau, das ist eine internationale Unternehmen, ne? Die arbeitet mit den Finanzen. Wir kontrollieren, korrigieren die alle Finanzprozesse und wir bitten unsere Kunden auch Möglichkeit mit einer bestimmten Summe Hallo? Handelskonto, ja. dncainvestment.de gibt es nicht. .de nicht. Ja, Sie DNCA. haben, ich habe gefragt, DE, und Sie haben gesagt, ja, DE. Ja, nein, die Webseitenname ist also www.dnca-investments.com. Das ist Ach, ein internationales also Unternehmen, dann da ist eine .com. warum buchstabieren Sie es dann, wenn Sie es falsch buchstabieren? Also DNCA minus Minus Investments. und dann .com. Genau. So, okay, schön. Da haben wir das. So, jetzt können Sie Also, weitererzählen. genau. Wir bitten unsere Kunden Zugriff an ein automatisiertes Robosystem, also eine Software, womit man im weiteren Fall Geld profitieren kann. Ein Wir was? Ein bieten Ihnen also automatisiertes Software-System? Robosystem, ja, also Software, so wie BitIQ oder Capital X. Sie haben bestimmt gehört. Nee, noch nicht. Also das ist ein System, also ein Robosystem. Da gibt es keine menschliche Faktor, genau deswegen kann man ja natürlich nicht jeden Tag darauf achten, täglich mehr als also 2 Stunden mit einem Finanzberater telefonieren, um zu wissen, wo sie am besten investieren können, mehr Geld zu profitieren. Ne? Es läuft alles automatisch. Sie wählen nur noch den Betrag, ne? Mit welcher Summe sie es machen möchten. Zum Beispiel, sie haben ein 500 Euro an ihrem Handelskonto und 50 Euro davon wollen sie also traden mit dem Bitcoin. Zum Beispiel. Ne? Danach werden Sie diese Möglichkeit haben, also beim dem Filtern korrigieren, 50 Euro da eintippen, den Robosystem anschalten,
natürlich die filtern, um Gewinne und Verluste zu kontrollieren. Also wenn Sie zum Beispiel nicht mehr als 5 Euro täglich verlieren möchten. Ne? Und jeden Tag, Ende des Tages, Sie werden also schriftlich per E-Mail bekommen so eine Rechnung, wo stand die Eine Rechnung. Summe, die Sie gebaut, ja, per E-Mail schriftlich. Eine Rechnung per E-Mail. Genau. Also ein Dokument, wo stand, dass also zum Beispiel am 13.06. Sie haben also 6 Stunden mit dem Robosystem gearbeitet und haben Sie Profit mit ne 20 Euro zum Beispiel. Ja. Das ist quasi alles. Wir bieten Ihnen also das beste Service. Wir tun eigentlich alles, was möglich ist, damit die Leute, die täglich jeden Tag, also per Fernsehen oder per Radio über die Kryptowährungen hören, endlich mal mitmachen können. Ne? Also, und natürlich in diesem Bereich, wo also mehr als 40 bis 60% sind, also Scam- und Fake-Unternehmen, ne? Wir geben Ihnen Garantien. Wir geben Ihnen Zugriff, also natürlich zum den Robosystem. Die Summe, die Sie investiert haben, wird sofort nach der Einzahlung an Ihre Handelskonto sichtbar. Sie werden 2 Anrufe nach dem Aktivierungsprozess erhalten. Eine von den Verifikations- und eine von den Brokerabteilungen. Ne? Und Sie können ja jederzeit natürlich die Guthaben auszahlen lassen, wie es stand, also die Webseite. Also kontrollieren Ihre Finanzen werden Sie selber von Ihrer Seite. Ne? Und natürlich, Sie werden auch Hilfe von der professionellen Personalbroker haben. Er oder Sie werden Ihnen sagen, wo Sie am besten investieren können, mehr Geld zu profitieren. Das ist doch Ihr Ziel, oder? Das ist Also mehr natürlich Geld mein zu Ziel. profitieren. Ja, Aber Geld zu ich habe profitieren. jetzt wenig Zeit. Vielleicht können Sie mich in der Stunde nochmal anrufen und Sie können mir in der Zwischenzeit ja per E-Mail mal schon Informationen schicken. Das wäre nett. Gut. Meine E-Mail, Ihre welche. Maximilian Punkt Siegelbrecher at rahmenmai.de. Stimmt so. Ja, das ist richtig. Super. Haben Sie auch WhatsApp unter dieser Nummer? Nö, das ist eine Festnetznummer, da gibt es kein WhatsApp. Ach, ja, genau. Entschuldigung. Ja. Gut, Gut, dann schicken Sie doch einfach mal die dann E-Mail. alles klar. Und Und dann. werde ich versuchen, Ihnen erreichen in einer Stunde, okay? Ja, das ist in Ordnung. Das passt Also dann. um 14:15 Uhr, um Genau. halb drei ungefähr. Gut, mache ich. 14:15 Uhr passt bei mir. Viel später aber Ja. nicht. Gut, verstanden. Aber bleiben wir im Kontakt per E-Mail. Wenn etwas also verändern wird, Ja, erstmal bitten Sie mir möchte ich ganz ja die einfach. Informationen haben, dass ich mir da schon Ja, mal super. was durchlesen kann. Natürlich, super. Sende ich sofort. Alles klar. Was kann ich noch für Sie tun? Ja, dann den Rest machen wir dann in der Stunde am Telefon. Alles klar. Gut. Gut. Dann bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Zuverlässig wie Betrüger nun mal sind, hat er zum ausgemachten Termin nicht angerufen. Einmal mit Profis arbeiten. Circa 3 Wochen später kam der zweite Anruf, allerdings unter einer komplett anderen Nummer und für eine komplett andere Person. Weiter geht's. Hallo? Hallo, Hallo? Hans-Henrich Mertens. Ja, Schönen guten Tag. Am Tag. Apparat spricht der Christian Ebert und ich rufe Sie von der internationalen Finanzmarkt an, wo Sie sich vor kurzem angemeldet haben. Stimmt so? Das weiß ich ja nicht, von wo Sie anrufen. Ich rufe Sie von dem Finanzmarkt an. Ich habe vor kurzem Ihre Kontaktdaten sowie E-Mail-Adresse, Handynummer, Name, Vorname und die weitere Informationen als eine Anfrage bekommen. Ne? Und ich bin Ihr Kontoberater, bin da, um Fragen zu beantworten, um zu erzählen, wie es weitergeht. Unterschiede zwischen die Werbung und die Wahrheit, damit wir zusammen Ihre Handelskonto aktivieren können. Okay? Ja, dann erzählen Sie Haben Sie mal. vielleicht irgendwelche, ja, haben Sie vielleicht irgendwelche aktuelle Fragen in diesem Ich Fall? weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Woher soll ich denn da Fragen haben?
Nee, ich meine allgemein. Ich meine nicht über unsere Firma, sondern Sie haben sich unter ein automatisiertes Robosystem angemeldet, oder? Unter eine was? Automatisiertes Software. Automatisierte? Robosystem. Ja, Robosystem. So Aber diese, das Wort also so. automatisiert kenne ich nicht. Tut mir leid. Automatisiert. Ich habe sprachliche Probleme, tut mir sehr leid. Ja, das merke ich. Automatisierte. Ich kann das nicht aussprechen. Egal, diese Software, ja. Also diese Bitcoin-Maschine, Aus womit welchem Land die sind Sie denn, dass Kryptowährungen. Sie, aus welchem Land Ich sind rufe Sie? Sie von den Österreich. Ich rufe Sie von den Österreich an. Ich komme Und selber aus Polen. ja, gut, Polen. Aber Österreich spricht ja auch gutes Deutsch. Sie kommen aus Ich Polen. weiß, aber ich bin Pole, ja. Ja, es das heißt übrigens Dobre. automatisiert, nicht automatisiert. Ja. Ich werde das bei mir aufschreiben, tut mir sehr leid. Automatisiert. Ich weiß, das erste ist eine See, also automatisiertes. Stimmt? Automatisierte. Automatisierte. Na, habe ich jetzt gut gemacht, oder? Ja, das ist. Na, dann bin ich mal Automatisiert. gespannt, ob Sie Ja. den Rest genauso gut machen. Dann erzählen Sie mal. Alles klar. Unser Unternehmen heißt Oh, die Sie haben eine NTE. ganz fürchterliche Telefonverbindung. Ich höre Sie kaum. Sie haben, das ist so eine Computerstimme. Was ist denn los bei Ihnen mit dem Telefon? Ja, wir rufen Sie eigentlich von dem Computer an. Also jetzt mache ich jetzt eigentlich, wir haben hier an der Hintergrund laut Musik jetzt besser geworden, oder? Jetzt ist besser. Na, das, wenn es mit dem Computer ist, dann haben Sie sicherlich Probleme mit der Bandbreite, weil das hört sich so fürchterlich schlecht an. Aber versuchen wir es mal. Eigentlich, ich bin jetzt in der eigenen Zimmer, ne? Also an der Hintergrund gibt es keine Musik. Sie hören meine Stimme gut, oder? Ja, Oh. zwischendurch gibt es immer so Probleme, weil Ihre Stimme dann sehr computergeneriert klingt. Das heißt, das ist ein Fehler in der Bandbreite. Naja, kann auch sein. Ich weiß nicht, wie. Also die technische Prozesse. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Und zwar, wo sind wir geblieben? Sie wollten Ja, wenn Sie erstmal jetzt eine was Möglichkeit. Ja, erzählen. genau. Und zwar, wenn Sie eine Möglichkeit haben, es zu googeln, die Information, die ich jetzt sage, oder Sie sind vor Ihrem Laptop oder vor dem Handy, Sie können ja natürlich auch gleichzeitig die Daten da eintippen und gleichzeitig reinschauen. Und zwar, unser Unternehmen heißt DNCA Investment. Wir sind mehr als 5 Jahre in diesem Bereich, haben mehr als 80.000 Kunden überall der Welt, die zusammen mit uns erfolgreich traden. Ja. Und zwar, wir bieten unsere Kunden Zugriff an ein Robosystem, ne, automatisiertes, na, haben Sie das gehört? Habe ich gut gesagt, ne? Und zwar, für Sie diese kriegen einen Orden. Robosystem, ja. Für diese Robosystem, es ist eine MT4 oder eine MT5, es kommt daran, was für ein Handy Sie nutzen. Das hat Ja. ja, nein, das hat Das ja ist ein nichts, Ab. das hat ja nichts damit zu tun, ob weil welches Handy ich nutze. MT4 und MT5 läuft auf demselben System. Ja. Ja, genau. Genau, Sie haben ja Ahnung, Sie haben Erfahrung in diesem Bereich, Natürlich, das oder? habe ich auch nicht bestritten. Ja, das freut mich sehr. Wie gesagt, wir bieten den Kunden Zugriff zu diesem Robosystem, Hilfe dem professionellen Personalbrokers, ne, die natürlich mehr als 4, 5 Jahre in diesem Bereich sind und haben ja natürlich auch mehr als 20.000 Euro investiert, schon bei uns auf die Plattform. Ne. Und wenn Sie dabei sind, wir können Ihr Handelskonto aktivieren und Sie werden ja natürlich das alles mitmachen. Nach der Aktivierung Ihres Handelskontos innerhalb in 48 Stunden, Sie werden 2 Anrufe erhalten, einer von der Verifikationsabteilung und einer von der Finanzabteilung. Na? Danach, wenn Sie schon verifiziert werden, Sie werden Zugriff an Ihr Handelskonto haben und Geld profitieren im weiteren Fall. Okay? Ja. Sie haben die Möglichkeit, entweder mit den 250, 500 oder 1.000 Euro anfangen. Haben Sie sich schon entschieden, mit welchem Betrag Sie es machen möchten? Nee, noch nicht, weil ich weiß, welches war jetzt Ihre Firma nochmal? Das haben Sie so schnell gesprochen. Devidora? Ja. Ja, da schreiben Sie es jetzt auf, oder? Ja. Also Devidora, Devi Christian,
Ja. Ah, ne, Entschuldigung, Devi Dora, Nevi Nordpol, Sevi Christian, Nee, Abner. langsam, langsam, langsam. Also Dora Nordpol. Dora Nordpol, Christian, Anton. Vier Buchstabe. Ja. DNCA Investment. Investments in Deutsch geschrieben oder Genau. mit Bindestrich? Ist egal, wenn Sie einen Buchstab I da rein tippen würden, Nee. das wird automatisch dabei sein. Nein, ich möchte ja auf Ihre Webseite Auf drauf. Englisch. Ich auf Englisch Ich dann. möchte auf Ihre Webseite. Deswegen ist es wichtig, ob da nun ein Bindestrich ist oder nicht. Also dncinvestments.de Am oder besten AT für Österreich. .com. Das ist eine internationale Webseite. So, .com. dncinvestment.com. Okay, dann schauen wir doch da mal. So, ja, okay, dann habe ich, das kann ich jetzt mal schauen natürlich. Und wie lange existiert Ihre Webseite schon, Ihre Firma? Sie sagten über 5 Jahre. Ja, mehr als 5 Jahren sind wir in diesem Bereich. Wir bieten die Leute Zugriff an diese Robosystem. Natürlich die professionellen Personalbroker sind auch dabei. Er oder sie werden nach der Aktivierung ihres Handelskontos Ihnen helfen, sagen, beraten, sagen, wo Sie am besten investieren können, mehr Geld zu profitieren. Na? Ja, aber irgendwie Ja. momentan, irgendwie gibt es da ein kleines Problem. Ich versuche gerade nochmal die Seite zu öffnen. Am besten tippen Sie die Daten in der Google rein, weil die Google, Ich gebe, also ich gehe tippen. direkt auf, nicht bei Google ein, sondern ich gebe es direkt ein, in der Suchzeile des Browsers für die Adresse. Also diese Adresse gibt es nicht. DNCA Investments.com gibt es nicht, die Seite. Also ich versuche jetzt gerade selber von meiner Seite die Webseite zu öffnen. Die NCA. Ah, ich probiere Also, noch mal. Ich tippen Sie probiere bitte es. Ich probiere noch mal. Vielleicht habe ich dann. www. Ja, ich bin ja gerade dabei. So, dann versuch. DNCA minus Investment auf Deutsch, Ach, auf Minus. Englisch, Also Entschuldigung, doch Minus. .com. Ja, ich habe es vergessen, tut mir sehr leid. Oh Mann. So. Dann haben wir das schon mal gefunden. Können wir ja mal gucken. So. Für die Aktivierung Ihres Handelskontos, Sie brauchen eine Zahlungsmethode. Welche aktuelle Zahlungsmethode nutzen Sie? Na, erstmal möchte ich ja ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Ich zahle ja nicht gleich sofort ein. Weiß, ich weiß. Ja, Und gut, dann ich erzählen Sie doch werde mal ein mit Ihnen bisschen was nicht über. anfangen. Dann erzählen Sie doch ein bisschen über Ihre Firma. Und Sie Habe haben ich auch. fünf Jahre haben. Mehr, ja. Mehr als 5 Jahre in diesem Bereich, Mehr mehr als als fünf Jahren. 80.000 Kunden, ja, mehr als 5 Jahre. Und ja, natürlich 80.000 Kunden überall der Welt, die natürlich mit uns erfolgreich traden. Wir haben auch einen Mindestbetrag für eine 99 Euro, das ist leider für die afrikanischen Länder, ne? Das ist nicht für die europäische Region. Ne, für die europäische Region Mindestbetrag fängt mit 249 Euro an. 250. Und Sie sagten, von wo ist Ihre Webseite? Die Webseite, womit Sie die Einzahlung tätigen würden, Nein, oder welche Ihre meinen Sie? Webseite, DNC Investments. Genau. Ja. Minus DNCA minus Investments.com. Ja, und von wo ist die Seite? Haben Sie es nicht gefunden? Doch. Doch, natürlich, aber das ist eine französische Seite. Also die Hauptbüro ist eigentlich ja in Franz, in Paris, aber Ja, Sie haben noch nichts von Frankreich gesagt. ja. Das ist ja sehr gut, okay. Und wo ist Ihr Hauptbüro dann? Hauptbüro ist in Paris. Ja, die Adresse? Da stand ja, ich weiß nicht die Adresse nicht leider, tut mir sehr leid. Warum Ich wissen Sie bin sowas erst einen nicht? Monat in diesem Bereich. Ich bin neu hier, ne, und deswegen, also,
Ach, und dann lassen Sie Ihre Firma gleich ans Telefon, wo Sie so schlecht Deutsch sprechen und dann noch nicht mal irgendwie die Adresse wissen. Das, Wo? ist das echt so schlecht? Seien Sie Natürlich mal ist ehrlich. es, ja, Echt? tatsächlich. Ja, Schade, gut. schade. Eigentlich, ich habe Komplimenten, sehr viele Komplimenten, weil Ja, ich vielleicht auf diese Polnisch. Deutschkenntnisse in, lassen Sie mich bitte aussprechen. Ich habe diese Deutschkenntnisse in 7 Monaten bekommen, deswegen, ich glaube, also wenn Sie damit Probleme haben, ich kann Ihnen also die Anruf weiterleiten, ganz einfach zu unserer Vorgesetzte. Ja, dann Er machen wird Sie mit das Ihnen einfach mal. also Dann auch. machen Sie das einfach Alles mal. klar, dann werden wir es machen. Alles klar. Vielen Dank. Wie ist Ihr Name nochmal? Mein Name, Mertens. Ja. Wie? Merz? Mertens. Merz. Okay, gut. Wunderschönen guten Tag. Am Apparat ist Oliver Smith. Mit wem rede ich? Mertens ist mein Name. Wunderbar, freut mich. Wie geht es Ihnen, Herr Hans? Herr Hans? Hans, Herr ist es nicht Mertens. Ihr Name? Mertens ist mein Name. Und wir kennen uns noch nicht und deswegen möchte ich bitte bei meinem Nachnamen angesprochen werden. Wir sind ja nicht per Du. Achso, Mertens. Mertens ist Ihr Nachname. Richtig. Wunderbar, freut mich ja. Ich bin Herr Oliver Smith. Sie können Oliver nennen oder Smith, Herr auf Smith. jeden Fall, ja? Wie Sie möchten. Okay. Gut. Sie haben mit meinem Mitarbeiter gesprochen, jetzt geraten. Ja, richtig. Mit Christian Ebert und Sie sagen, dass er nicht richtig Deutsch reden kann, ja? Ja, das ist, ja, das war ja auch nicht, weiß, also diese Sätze, die er rausbringt, das war nicht sehr schön tatsächlich. Aber ich habe noch andere Fragen. Zum Beispiel, Sie sagen, das ist eine französische Webseite und er wollte mir nicht sagen, wo der Hauptsitz in Frankreich ist. Der rechtliche Sitz? Infinity Trade ist nicht französische Webseite, es ist Doch, auf ist jeden Fall es. Online-Handelsplattform und Doch, also DNCA Investments ist eine französische Webseite. DNCA, genau. Eben, richtig. Aber wir sind Infinity Trade, ja. Ach, was sind Sie? Infinity Trade heißt unsere Company. Ja, warum schmücken Sie sich da mit dem Namen DNC Investments oder? Weil wir mit verschiedenen Tradingsplattformen Kooperationen haben. Deswegen, also kann sein, dass Sie unsere Werbung unter DNCA sehen, dort sich registrieren und Sie sind gelandet an uns zum Beispiel, Ah ja, okay. sozusagen. Ja, verstehen Sie? Ja, Das heißt, komisch. unsere Werbung, Warum Sie können unser Bits auf 360 sehen. hallo? Warum wird sowas nicht gesagt? Warum wird sich da mit fremden Federn geschmückt? Es ist gar nicht Ihre Seite. Welche? So, er ist raus. Herr Mertens? Ja, warum legen Sie denn auf? Entschuldigung, war Kontaktabbruch. Jetzt können Sie mich gut hören. Von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie Kontaktabbrüche haben? Aus Österreich. Ja, eben. Sie sind eine französische Webseite. Rufen aus Hoffentlich. Österreich an Und wieder und raus. wieder raus. Ich lasse mal weiterlaufen. Anruf. Ja. Hallo? Erneut Kontaktabbruch. Kann sein, dass Sie Probleme mit Ihrer Verbindung haben, ja. Ich? Sie haben ein Problem. Ja. Frage ich nach nur. Was sagen Frage Sie? ich nach, ja. Sie? Frage ich nach. Kann sein, dass Sie Probleme haben, Nee, zum ich Beispiel mit habe Ihrer keine Verbindung, Probleme. Sie weil haben Sie dann. Probleme mit Ihrer Verbindung. Sie rufen Okay, Sie. wir haben Probleme, aber jetzt ist gelöst. Wir können uns erneut hören, ja? Okay, ja gut, okay. Sie sagen, Sie rufen aus Österreich an mit einer französischen Firma, mit einer französischen Webseite. Warum rufen Sie aus Österreich an? Ich habe Sie noch doch erklärt, ja. Nee, haben Sie nicht. Haben Sie mich nicht verstanden? Ich kann gerne das wiederholen. Ja, dann erklären Sie doch mal. Sie haben geredet über die DNCA. Ich habe Ihnen gesagt, die DNCA ist ein ganz andere Tradingsplattform. Aber wir kooperieren mit verschiedenen Tradingsplattformen, ja, zum Beispiel mit DNCA, mit Bitsoft 360, mit Bitcoin 360 AI,
mit Immediate Trade und so weiter und so fort. Das heißt, es ist sehr, sehr möglich, unter DNCA, ja, unsere Werbung sehen, sich registrieren und dann sind sie automatisch gelandet an Infinity Trade. Und deswegen jetzt wir uns in Kontakt setzen können. Wenn das war Ihre Frage, damit kann ich Ihnen antworten schon, okay? Ja, ich stelle zumindest fest, auf der DNC in CA Investments, da gibt es eine Liste mit den Partnern. Da ist Ihre Firma gar nicht aufgeführt. Ja, Sie haben auf jeden Fall unter unserer Werbung sich registriert. Das nee, das, darum geht es doch gar nicht. Sie haben gesagt, Sie haben eine Kooperation. Ach, was ist denn da los bei Ihnen? Warum wird denn da geklatscht? Welche Probleme haben Sie, Herr Mertens? Also auf ja, jeden Fall. Kann ich, hören Sie dann, wollen Sie einfach zuhören oder wollen Sie nicht zuhören? Bitte nicht mehr diktieren und versuchen Sie ganz positiv zu reden. Ich bin ganz positiv. Bitte. Ja, okay. Also, Sie jetzt haben... Jetzt können wir erneut anfangen, ja bitte. Ganz positiv, zusammen. Ganz freundlich anfangen. Ja, welche Probleme finden Sie, wenn Sie anfangen... Wenn Sie mal aufhören würden zu reden und einfach mal zuhören würden, dann wären wir schon eine ganze Ecke weiter. Okay, ich höre Sie zu. Ich bin ein großes Ohr für Sie. Sagen Sie bitte. Ja, ein ganz großes Ohr, ja. Sie sagten, Sie sind Kooperationspartner von DNCA Investments. Auf der Seite nicht der... Nicht nur. Sie sollten mich nicht unterbrechen. Sie sagten, Sie sind großer Partner, Kooperationspartner von DNCA Investments. Auf der Seite gibt es einen Hinweis, welche Partner die haben. Und da ist Ihre Firma nicht aufgeführt. Warum? Weil es gibt verschiedene Kooperationsmöglichkeiten. Also falls Sie das nicht wissen, das heißt... Doch, weiß ich. Wir kooperieren so, das heißt, Moment. Sie können unter Infinity Trade sich registrieren, aber Sie können DNCA-Werbungen bei uns sehen. So kooperiert unsere Firma mit DNCA. Nee, ich würde eher sagen, DNCA Investment weiß gar nichts von Ihrer Kooperation, weil die machen für Ihre Firma keine Werbung. Und normalerweise ist das immer weit... Ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig. Weil es eine Diskussion ist. Das ist ganz normal. Wenn ja, dann in einer Diskussion lässt man den Gesprächspartner ausreden. Wenn Sie zum Beispiel bis Ende ausreden, aber parallel Sie sagen solche Sachen, die zum Beispiel überhaupt nicht passend sind. Sie fragen nach, ich direkt antworte ich und gehen wir weiter. Ja? Wenn Sie 10 oder 20 Fragen parallel stellen, dann kann ich die 20 Fragen auch vergessen. Dann, wenn Sie eine Frage stellen, antworte ich, dann gehen wir weiter, die zweite, dritte, vierte, nach und nach. Verstehen Sie, was ich meine? Okay, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wo ist Ihr Sitz in Österreich? In Wien, 1100 Wien. Ja, die Straße? Okay, und? Die Straße wollte ich wissen. Straße wollen Sie wissen? Wieso wollen Sie die Straße wissen? Ja, weil ich, wenn ich investieren will, möchte ich wissen, wo. Das ist auf jeden Fall, es ist Privatunternehmen, also das ist... Ach, das ist ein privates Unternehmen? Jede Tradingsplattform ist Privatunternehmen auf der Welt. Sie können das überprüfen. Ja, gut, ja, ich weiß eine ganze Menge. Gut, okay, Sie sind eine Trading-Plattform, das heißt, Sie sind reguliert. Wo werden Sie reguliert? Wo? Unter FCA. Unter FCA, als eine österreichische Firma? Nee, ja, kann ja nicht sein. In Österreich wird man von der FMA reguliert. Haben Sie von mir gehört, dass unsere Firma österreichische Firma ist? Oder Ich befinde in Österreich. Okay. Wenn wir in Österreich Abteilung haben, das heißt nicht, Entschuldigung, wenn wir in Österreich Abteilung haben, das heißt nicht, dass unsere Firma ist eine österreichische Firma, oder? Na gut, okay, dann gucken wir mal. Wo sind Sie bei FCA, haben Sie gesagt? Sind Sie reguliert? Genau. Okay, dann sind Ihnen bekannt? Ja, natürlich. Dann geben Sie mir mal die Registriernummer bei der FCA. Registriernummer bei der FCA? Ja. Dann sage ich Ihnen, schreiben Sie bitte. Ja. 365 39910. 39910? 10, genau. Okay, dann schauen wir doch mal. Mhm.
Sie werden dort Oh, finden nein, Sie, ich werde nichts. Ich Aktiv werde Financial Limited. nichts finden. Ich habe es gerade überprüft. Komisch, dann haben Sie vielleicht falsche Seite gelandet, Nee, gelandet. 0653 99 10. Das ist die Nummer, die Sie Vielleicht mir Ihre gesagt Seite, haben. was Sie per Ja, Google ich. oder per Ihre Browser zum Beispiel Ja, geöffnet genau, haben. auf der Webseite der FCA. Der FCA? Ja, Sie haben gesagt FCA. FCA? Ja, ist Genau, dasselbe. FCA, ganz Ja, genau. genau, da habe ich Ihre Firma gerade überprüft. Es muss normalerweise sein, namens Active Financial Limited. Müssen Sie sehen, weil unsere Firma, wir sind eine Abteilung davon, Infinity Trade, und Hauptplattform heißt Active Financial Limited. Unter Aha, dieser Nummer das ist auch müssen nicht. Sie Okay, normalerweise Active Financial Limited finden. ich schau mal nach dem Namen. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Ah, Moment, Natürlich. ja, genau, Sie haben das registriert. Kleinen Moment. Jetzt versuche ich Ihnen auf jeden Fall direkt unsere Nö, ich überprüfe das Seite direkt. senden, Ich per Mail, damit Sie das finden können. überprüfe das direkt bei der FCA. Aha. So. Und wo ist dann Active Financial Limited? Okay. Limited. Ja, sehr schön. So, die haben wir gefunden. Also, das ist. Ich schaue das jetzt gerade mal. Ich bin mir sicher, dass ich weiß, was ich finden werde. Aha. So. Wo ist der Sitz dieser Firma? Hallo. Ich höre Sie. Ja, ich habe gefragt, wo ist der Haben Sitz? Sie Wo ist der Sitz? nicht gefunden, Active Ich Financial Limited? habe gefragt, wo der Sitz der Firma ist. Ach so, wo der sitzt. Jetzt genau werde ich Ihnen das alles per Mail zukommen Nee, lassen, das können ja? Sie einfach Weil sagen. Ich überprüfe das gerade bei der FCA. Ach so. Silvesters, also 1 Silvesters, Harlow, United Kingdom, CM195NN. Nee, ist falsch. Ist schon Komisch, falsch. das. Okay, dann schauen wir Wie doch ist mal das? die damit verknüpfte Trading-Webseite. Ich weiß nicht, was Sie machen, aber Ja, ich will Ihnen auf jeden Fall kann per ich Mail Ihnen das genau, alles zukommen lassen. Vielleicht sind Sie Ihnen ganz ganz andere genau Seite sagen? gelandet. Kann ich Ihnen ganz genau sagen, was ich mache? Warten Sie, Ja, warten wenn Sie. Sie mich ausreden lassen würden. Ich habe soeben überprüft. Ich lasse. Sie reden dauernd dazwischen. Sind Sie jetzt fertig? Ich lasse sich auszureden. Reden Nee, Sie aus. nein, Sie reden permanent dazwischen. Ich weiß auch warum, aber okay. Gut, also Ihre Trading-Webseite, die damit mit dieser Lizenz verknüpft ist, das ist nicht Ihre Trading-Lizenz. Nein. Dann sind Sie falsche Seite gelandet. Nein, ich bin ganz genau auf der richtigen Seite. Gehe ich nicht davon aus. Da, wie habe ich das unter Nee, FCE gefunden? ich kann Ihnen ganz genau sagen, die Firmenreferenznummer von dieser Firma ist 488342. Referenznummer ist anders. Nein, Referenznummer ist die andere Nummer. Hat nichts zu Firmenreferenz. tun dann. Doch, und da ich habe, ich, ja, die Nummer, die Sie mir gesagt haben, wird gar nicht gefunden. So, jetzt dann habe ich nach dem Namen gesucht. Sie haben gesagt Active Financial Limited. Da habe ich Sie Genau. dann gefunden. Das ist der Name, den Sie gesagt haben. Und die Adresse stimmt nicht. Und die damit verknüpften Trading-Namen, Trading-Plattformen stimmen auch nicht. Ich weiß nicht, wo Sie sind, auf jeden Fall. Das Ich habe ich kann Ihnen mehrfach Ihnen gesagt, auf der weiter per Webseite der Google finden FCA. und so weiter und Auf so der fort. Webseite der FCA. Ganz genau dort. Ja, gehen Sie doch mal Aber dahin. Gehen unter Sie doch mal FCA finde dahin. ich das. Genau, ich bin Nein, vor der werden Sie Community nicht finde ich finden. das. Werden Sie nicht finden. Geben Sie dann einfach mal den Namen dieser Lizenznehmerin ein. Das ist die Active Financial Ich weiß das Limited. aus. Ich weiß das auswendig hier, Warum aber reden Sie dauernd wenn Sie sagen würden. dazwischen? Ich war noch nicht Also, fertig. halt die Fresse, Halt die Scheiße. Fresse, du Betrüger! Manchmal passieren Dinge, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Dass die Firma nicht reguliert ist, habe ich denen und euch gerade belegen können. Und während ich dieses Video schneide, rief der Herr Ebert nochmal an. Diesmal mit einer neuen Masche.
Nachdem der vor 25 Tagen nicht zum ausgemachten Termin anrief, sollte ich nun plötzlich meinen Trading-Account durch Einzahlung verifiziert haben, ohne je eine IBAN erhalten zu haben. Hört euch den Spaß an und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hallo? Hallo, Hallo? Christopher. Hallo. Ja, wer ist da bitte? Am Apparat spricht der Christian Ebert und ich rufe Sie über Ihre Aktiva von dem Finanzmarkt. Ja. Ja, Sie haben schon die Investition getätigt, oder? Die Summe war 250, glaube ich, oder? Nee, ich hatte 500 investiert. Ja, 500, genau. Entschuldigung. Ja. Genau. Ja, wann haben Sie es getätigt nochmal? Also, Ja, das müssen Sie doch sehen. ein Monat vor Start, also 25 Tagen vor. Stimmt so. Also ich habe keine Kontoauszüge hier jetzt. Aber das müssen Sie, können Sie doch mal sagen. Ja, bei mir stand in 25 Tagen vor. Also 25 days ago. Sie haben sich eingeloggt. Ich habe nur noch die Daten und die Anmeldedaten. Ja, Sie sehen doch Ja, auf und Ihrem das Konto, Prozess? Sie sehen doch auf Ihrem Kontoauszug, wann mein Geld eingegangen ist. Genau, Ja. richtig. Und wann vor 25 Tagen? Von 25 Tagen, genau. Lieber Herr, die Verifizierungsprozess hat nicht geklappt am Ende, ne? Und leider in diesem Fall, wenn Sie also weitere Investitionen tätigen wollen oder zum Beispiel die Summe auszahlen lassen, es wird leider nicht möglich. Ne? Warum nicht? Also genau, weil wir müssen jetzt zusammen einen Verknüpfungsprozess tätigen. Ein Ne? Verknüpfungsprozess? Welchen denn? Genau. Also Sie müssen Ihre Handelskonto erneut verknüpfen mit die Daten, die ich Ihnen jetzt sofort sende. Mit Ihren Daten muss ich mein Handelskonto Nein, verknüpfen? nein, nein, Ihre Daten müssen Sie erneut Warum? eingeben Dann zu haben verknüpfen. Sie ja einen Fehler im System. Warum muss ich das nochmal machen? Ja, System hat ehrlich ein Problem, Ja, aber in gut, aber dem dann muss Fall ich ja jetzt das brauchen ja, Sie, ja, wir dann haben. können Sie das System ja, das Problem ja intern regeln. Nein, nein, Ich nein, habe mal, dann lassen Sie mich bitte ausreden. Lassen Sie Sie mich haben bitte es schon ausreden. geklärt, das Sie wollen Problem mich mit also der nicht Summe. ausreden lassen? Sie wollen nicht Ihre Summe nicht mehr profitieren und gar nicht auszahlen lassen, oder wie? Verstehen Sie kein Deutsch? Selbstverständlich. Ja. Also, Sagen Sie, ich höre zu. ich habe Geld überwiesen und damit auch verifiziert. Und jetzt ist das alles weg? Warum soll das weg sein? Also Sie werden keine Möglichkeit haben, diese Summe auszahlen lassen. Sie werden ja sehen, Ah, dass die also Summe an diese sind Sie eine Einsendung Betrüger? Ich glaube schon. Ja, glauben Sie auch, ja, glaube ich auch, dass Sie ein Betrüger sind. Ja, dann glauben Sie Ja, weiter. natürlich, dummer Betrüger. Ich lach dich aus. Ich habe nie bei dir was eingezahlt. Bist du dumm? Warum nicht? Warum nicht? Warum du dumm bist, weiß ich nicht. Du bist einfach auch so dumm. Ist das so wichtig für dich, mir Ja, dumm zu nennen? wir hatten schon so oft Was? telefoniert. Wir haben schon so oft Ihr? telefoniert. Ah, zusammen, ne? Ich, Ja, Mann, ja, ich weiß. ich sage schon, Boah, ich hab so eine ganze Wale. automatisierte Fuck you, Handelskonto. das warst du, du kleiner Ja, Spaßschwein, genau, du Mann. Penner. Du kapierst es Fuck, immer du noch nicht. kleine Schönen Dank für Miese den bist guten du. Content auf YouTube. Sehr schön. Boah, ich hätte so eine Langeweile. Im YouTube, sag mal, wie die Webseite heißt Ja, nochmal. kann ich sagen. Fick dich heißt die Webseite. Fickdich.com oder fick deine Mutter? Nee, Deine Webseite. das ist ja deine Webseite. Fick deine Mutter. Nein. Nein, nein, nein. Wie kann Nein, ich nein, bitte nein. mein Video in YouTube? Ist der dämlich. Und? Kommt noch Wie kann was? ich die YouTube-Account finden? Ich will mein Video sehen. Ja, da musst du suchen. Es gibt ja Ja, wie heißt die Name von diesem fucking Account? Ach, du nennst es Von deinem fucking, ne? verfickter Nee, YouTube? wenn du sagst fucking Account, dann sage ich dir den Namen nicht. Nein. Sagst du das nicht? Genau, sage ich Boah. nicht. Ein dummer Betrüger, der zu dumm ist, einen Account zu haben. Mein Gott, bist du dumm. Ja, aber ich verdiene Geld. Ja, natürlich. Ich Du auch. verdienst kein Geld, du verdienst den Tod.
Aber Geld verdienst du bestiehlst die Leute. Das ist der Punkt. Du hast keine Ehre, du hast kein Gewissen. Du bist ein Ich will ganz damit fucking aufhören. Scammer. Gib mal jetzt Ja, ein Ende. na, natürlich willst du damit aufhören. Natürlich, Damit ein Ende? natürlich. Ich glaube Ey, dir ich will das nicht sofort. mehr Ich weitermachen. glaube dir sofort, dass du aufhören willst. Ja, Komm, natürlich. sei mal jetzt ehrlich. Was kann ich jetzt machen? Sag mal. Was soll ich Erschieß dich machen? am Was soll ich besten. tun? Erschieß dich am besten. Da ist der Menschheit mit gedient. Jedes Wort, das du sagst, ist gelogen. Schade, schade, dass du gerade so unfreundlich bist, ja. Ja, schade, dass du so ein Betrüger bist. Ach. Yalla. Jalla. Ciao, kein Bock mehr. Ja, kein Yalla, Bock. yalla. Erschieß dich, genau.